Remscheid, die drittgrößte Stadt des Bergischen Landes. Mit knapp 111.000 Einwohnern ist sie die kleinste kreisfreie Großstadt in Nordrhein-Westfalen. Was macht ihren Reiz aus? Ganz einfach. Hier lässt sich leben und arbeiten. In traditionellen und innovativen Branchen. Auf den Höhen des Bergischen Landes gelegen, am Fuße des Rathauses 366 Meter über dem Meer, genießt man beeindruckende Fernsichten ins Grüne. Zu Füßen des Bergischen Löwen, des Wappentieres der Stadt, entfaltet sich der Wochenmarkt. Apropos Grün, ein gutes Drittel der Stadtfläche ist heute noch land- und forstwirtschaftlich genutzt. Das Allee Center im Herzen der Stadt ist der Einkaufsmagnet für die ganze Region. Mit 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf zwei Ebenen unter einer der größten Glaskuppeln Europas. Hinzu kommen 2.500 Quadratmeter Mietflächen für Büros und Arztpraxen. Namhafte Filialisten und Fachgeschäfte laden hier zum Einkaufsbummel ein. Die angrenzende Alleestraße wurde 1971 zu einer der ersten Fußgängerzonen unseres Landes. Keimzelle der Stadt und Motor ihrer Entwicklung waren kleine Kotten in den umliegenden Tälern und die Nutzung der Wasserkraft zum Antrieb von Hämmern. Aus solchen Schmiedestätten wie dem historischen Steffenshammer entwickelten sich bedeutende Werkzeugfabriken und Remscheid wurde zum Zentrum der deutschen Werkzeugindustrie, deren Geschichte das Deutsche Werkzeugmuseum bewahrt. Der Stotter Lennep war im Mittelalter Teil der Hanse und eine Hochburg der Tuchindustrie. Der Entdecker der Röntgenstrahlen wurde hier geboren. Die Industriegeschichte ließ auch eine lebendige Kulturlandschaft entstehen. Vielfältige Sport- und Freizeitangebote machen das Leben in Remscheid lebens- und liebenswert. Willkommen in Remscheid,